Hallo, grüß euch. Heute geht es um Philippa Foot, und zwar Philippa Foot argumentiert gegen Emotivismus und Präskriptivismus. Worum es da geht beim Emotivismus und Präskriptivismus, werde ich noch erklären. Zu Philippa Foot müsste man vielleicht sagen, sie ist eine Philosophin, eine britische Philosophin, die uns zeitlich noch sehr nahe steht. Die ist gestorben 2010. Sie hat studiert in Oxford in ihrer Jugend, und zwar gerade dort, als die Studentin sozusagen die Macht hatten, denn sie hat studiert, 1939 ihr Studium begonnen in Oxford, und da wurden die männlichen Studenten alle eingezogen zum Wehrdienst für den Zweiten Weltkrieg im Kampf gegen Hitler. Und da waren die Frauen, also damals die Studentin, so ziemlich unter sich. Und es war eine besondere Zeit. Da waren dann auch viele interessante Professoren, die exiliert waren, die im Exil waren. Die waren dann auch, sind da auch in Oxford zum Teil gewesen. Also eine ganz interessante Zeit. Hier lernte sie dann drei weitere, später bedeutende britische Philosophinnen kennen, mit denen sie eine enge Freundschaft verband. Und zwar war das Iris Murdoch, Mary Midgley und Elisabeth Ascombe. Die vier bildeten eine Art verschworene Gemeinschaft, die gegen die philosophischen Stars ihrer Zeit, Ayer und Heer, und ihre Anhänger rebellierten. Das sind dann die Vertreter des Emotivismus und des Präskriptivismus. Ja? Dazu gibt es auch noch eine neuere Biografie, die sich mit dem Leben der vier, beginnend mit ihrem Studium bis Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts, beschäftigt. Ein Buch von Claire McCamell und Rachel Weisz, The Quartet, wie vier Frauen die Philosophie zurück ins Leben brachten, erschien auf Deutsch in München 2022, was ich sehr gerne empfehlen kann und auf meiner Webseite auch rezensiert habe. So. Das schmale Buch, auf das ich jetzt Bezug nehme, in dem, was ich jetzt sage, ist Philippa Foot, Die Natur des Guten, Frankfurt 2004, auf Englisch bereits 2001 erschienen. Ich lege dieses Buch hier, ich zeige euch das Buch hier mal. Ja, schönes Cover, wie ich finde. Sieht ein bisschen japanisch aus. Also, und als Foot dieses Buch geschrieben hat, da war sie natürlich schon eine alte Dame. Und sie fasst hier sozusagen die Ergebnisse ihrer Auseinandersetzung mit Emotivismus und Präskriptivismus in einem eigenständigen Ethikentwurf zusammen. Hier stellt sie zunächst einmal diese non-kognitivistische Position, das heißt die Ansicht, dass normative Äußerungen keine wahrheitsfähigen und begründbaren Behauptungen sind, sondern dass es sich dabei nur um das Ausdrücken von Gefühlen, das Empfehlen oder Befehlen handelt, vor. Ich referiere jetzt aus dem ersten Kapitel ihres Buches. Dahinter, so führt sie aus, also hinter diesen Ideen, steht der Gedanke, im Zusammenhang mit dem Linguistik-Term in der analytischen Philosophie, die Eigenart des moralischen Urteils durch einen besonderen Gebrauch der Sprache zu erklären, den man Bewertung nannte, der aber nach Foot wohl eher als Ausruf oder Befehl zu verstehen ist. Sprach der britische Philosoph G.E. Moore, ein Video dazu habe ich ebenfalls hochgeladen, von einer nicht natürlichen Eigenschaft von Gut, so wird das hier ersetzt bzw. erklärt durch einen wesentlichen und besonderen praktischen Gebrauch der Sprache. Die Sprache, so wird hier angenommen, ist emotiv und drückt Gefühle und Einstellungen, also die moralische Sprache ist emotiv und drückt Gefühle und Einstellungen des Sprechers aus und bewirkt dann ähnliche Gefühle bei anderen. Wer solche Einstellungen hat, bevorzugt dann die Dinge, die er gut nennt. So wird die Handlungstendenz und die Einstellung miteinander verknüpft. Das ist der Emotivismus. Später wird dann im Präskriptivismus der Sprecher dazu ermahnt, sich selbst auf das zu verpflichten, was er selbst angeführt hat. Foot bezieht sich hier immer wieder auf Heer, mit dem sie sich Zeit ihres Lebens besonders intensiv auseinandergesetzt hat. Solchen Auffassungen ist zu eigen, dass jedem moralischen Urteil ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Absicht oder Einstellung zugrunde liegt und dadurch das folgende Urteil über eine bloße Beschreibung oder Tatsachenbehauptung hinausgeht. Wer über eine moralische Qualität urteilen will, der kann das nur aufrichtig tun, wenn er über die richtige Einstellung bzw. die richtigen Gefühle verfügt.
Für die moralische Bewertung muss hier also zur Tatsachenbehauptung noch etwas Konatives hinzukommen. Um moralisch zu urteilen, muss der Urteilende also über bestimmte Einstellungen und Gefühle verfügen und sich dann auf Handlungsweisen festlegen, was sofort eine Kluft eröffnet zwischen moralischen Urteilen und Tatsachenbehauptungen. Wahrheitsbedingungen können zwar Tatsachenbehauptungen erschöpfend bestimmen, nicht aber ein moralisches Urteil. Die Tatsache gehört zur Tatsachenaussage, der Wert zu Gefühl, Einstellung und Vorsatz und ist der subjektiven Verfasstheit des Sprechers zuzuordnen. Diese Auffassung hält nun Food für völlig verkehrt. Sie bestreitet die Kluft zwischen moralischem Urteil und Grund. Sie ist entschieden nicht der Meinung, dass das moralische Urteil solcher Art ist, dass kein Grund mehr ausreicht, um es zu begründen, sondern fälschlicherweise als Entscheidendes für das moralische Urteil die Einstellung, das Gefühl, der Wille zu einer Entscheidung angenommen wird. Zugleich möchte sie aber auch die Forderung etwa von Hume nach Praxisbezug nachkommen, nämlich dass Moralphilosophie notwendig praktisch ist und dazu dient, Handlungen zu bewirken bzw. zu verhindern. Sie tut dies, indem sie behauptet, dass moralisches Handeln ein Teil praktischer Rationalität ist. Für sie ist es deshalb im selben Sinne ein Aspekt praktischer Rationalität, wenn ich die Wahrheit sage, Versprechen halte, dem Nachbarn helfe, als auch selbsterhaltendes Verhalten ausführe oder sonst wie umsichtige Ziele verfolge. Diese Dinge stehen für sie auf gleicher Ebene. Was praktische Rationalität jeweils erfordert, zeigt sich, indem man nicht moralische Gesichtspunkte ins rechte Verhältnis zu moralischen Gesichtspunkten setzt. Denn, so meint sie, es ist nicht immer vernünftig, zum Beispiel ein Versprechen zu halten. Gemeint ist ein umfassendes Urteil, das möglichst alle relevanten Umstände berücksichtigen sollte. Für sie ist dabei die Qualität der Entscheidung das Fundament praktischer Rationalität. Das entscheidende Merkmal einer moralischen Person ist für sie, dass bestimmte Gesichtspunkte als Handlungsgründe zählen. Gründe, die entsprechend schwer ins Gesicht fallen. Gründe werden anerkannt und aus ihnen heraus gehandelt. In diesem Zusammenhang stellt sie die Bedeutung von Tugenden wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Maßhalten heraus. Dabei kann für sie aber eine Handlung auch dann durchaus wieder die praktische Vernunft sein, wenn der Handelnde seine Wünsche ängstlich oder halbherzig verfolgt. Hier kommt es auf den Zusammenhang an. Grundlegend für die praktische Rationalität ist für Food, dass sie den Menschen zum guten Handeln qualifiziert. Hier geht es um den guten Willen im Unterschied etwa zu dem guten Sehvermögen oder guter Fingerfertigkeit etc. Außerdem hängt für sie die Bewertung menschlichen Handelns von den wesentlichen Zügen spezifisch menschlichen Lebens ab. Sie spricht in diesem Zusammenhang von einer aristotelischen Notwendigkeit als etwas, das notwendig ist, weil und insofern etwas Gutes davon abhängt. Sie meint, dass Menschen darauf angewiesen sind, dass Moral befolgt und vermittelt wird und dass wir ohne Moral nicht auskommen. Neben den typischen moralischen Tugenden gilt für sie ebenso ein vernünftiges Maß an Eigennutz als aristotelische Notwendigkeit. Genauso, wenn wir nach unserem eigenen Wohlstreben und individuellen Wünschen und Zielen nachgehen. Letztlich erklärt sie also den handlungsleitenden Charakter moralischen Urteilens mit der praktischen Rationalität moralischen Handelns. Sie meint deswegen, eine nicht subjektivistische und kognitivistische Antwort darauf gegeben zu haben, dass Moral notwendigerweise praktisch sein muss, wie es von Hume gefordert worden ist. Moralisches Urteil und Handlung sind bei ihr verknüpft. Ein so gefasstes moralisches Urteil sagt für sie nicht nur für ein einzelnes Individuum etwas aus, sondern für jeden, den der Inhalt des Urteils betrifft. Es sagt etwas über den Grund des Handelns aus, der besteht, ob das Individuum ihn anerkennt oder nicht. Für sie ist dieses Handeln nach Gründen eine grundlegende Weise menschlichen Verhaltens. Das Verstehen von Gründen kann also Handeln hervorbringen bzw. verhindern. Sie wendet sich auch gegen das Argument, moralische Urteile seien Gründe für das Handeln nach dem Motto, Menschen tun etwas, weil sie meinen, so handeln zu sollen, was ein Teil der psychologischen Verfasstheit des Menschen sei. Denn sie ist nicht der Meinung, dass ein Wunsch oder ein anderes konatives Element eine Handlung anstoßen muss. Denn auch ein Grund kann für sie die moralische Reihe von Warum-Fragen zur Begründung einer Handlung beenden.
Vielmehr liefert für sie die Anerkennung eines Grundes dem Vernünftigen ein Ziel. Ein moralisches Argument gründet für Food letztlich in den Tatsachen des menschlichen Lebens. Moralische Bewertung steht also nicht im Gegensatz zu Tatsachenbehauptungen, sondern hat es vielmehr mit Tatsachen besonderer Art zu tun. So wie mit dem Gehör einer Glucke etwas nicht in Ordnung ist, die auf das Geschrei ihrer Küken nicht reagiert, so meint sie, stimmt etwas nicht mit einem Menschen, der sich moralisch nicht an den Tatsachen der menschlichen Natur und des Lebens unserer Spezies orientiert. So, das war jetzt schon kurz meine Vorstellung von Foods Kritik am Emotivismus und Preskriptivismus. Könnt ihr euch mal Gedanken machen, ob euch ihre Argumente so überzeugt haben. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüssi!